Die Campingberichte-Redaktion testet heute eine automatische Satellitenanlage der Firma SR Mechatronik, das Modell ASR 650 Flat. Besonders hervorzuheben ist hier das geringe Gewicht von ca. 10 Kilo, die geringe Höhe von knapp 18 cm und die zukunftsweisende DVB-S2-Technologie. Geliefert wird die Anlage in zwei Kartons. Die Dreheinheit, der 65 cm Spiegel, welcher auch in Randgebieten noch guten Empfang gewährleistet, diverse Anschlusskabel, das Steuergehäuse, welches mit einem zusätzlichen Bedienteil auf bis zu 15 Satelliten erweitert werden kann, und eine Dachdurchführung. Zur einfacheren Montage haben wir das Bedienteil provisorisch an eine 12-Volt Stromversorgung angeschlossen, in diesem Beispiel eine Autobatterie. Nach einem kurzen Druck auf den Taster fährt dann die Steuereinheit aus und ist dann zur Montage bereit. Jetzt wird nur noch der Spiegel durch vier Schrauben montiert und schon ist die Anlage bereit zur Montage auf dem Caravan-Dach. Jetzt noch einmal den Taster gedrückt und die Anlage fährt wieder zurück in ihre Parkposition. Zur einfacheren Positionierung empfiehlt es sich, eine Schablone anzufertigen. Die Schablone kann dann einfach auf dem Dach positioniert werden, um den besten Montageort zu finden. Dann geht es innen weiter. Wichtig ist nun, eine passende Stelle zu finden. Meist sind in Wohnwägen oder Wohnmobilen schon Stellen für die Dachdurchführung vorgegeben. Hier mit einem kleinen Bohrer von innen vorbohren. Und dann das Loch von außen mit dem passenden Durchmesser nachbohren. Vor der Montage auf dem Dach ist es wichtig, die Montageplatte und das Dach zu säubern und gegebenenfalls etwas anzurauen, um Fettrückstände oder anderen Schmutz zu entfernen. Danach kann der Kleber aufgetragen werden. Die Firma SR Mechatronik empfiehlt hier Sikaflex 292. Der Kleber sollte schlangenförmig aufgetragen werden, so kann Luft beim Aufdrücken entweichen. Danach wird die Platte auf das Wohnwagendach aufgelegt und gut festgedrückt. Am Ende sollte um die Platte herum mit Sikaflex nochmal eine Linie gezogen werden, damit eindringender Schmutz und Wasser eben kein Problem darstellt. Jetzt kann direkt die Motoreinheit aufgesetzt werden. Es schadet auch nicht, zur Sicherheit nochmals in der Nähe befindliche Dachklappen zu testen, bevor der Kleber fest ist. Jetzt können die Schrauben angezogen werden. Die Kabeldurchführung wird nun auch gereinigt und dann mit Sikaflex festgeklebt. Wichtig ist auch hier, dass es richtig schön sich rausdrückt, damit halt kein Wasser mit eindringen kann. Im Inneren kann jetzt das Kabel zur Bedieneinheit verlegt werden, gegebenenfalls noch verschönert mit Hilfe eines Kabelkanals. Die Bedieneinheit verfügt über die Anschlüsse der Dreheinheit, der 12-Volt-Versorgung, des Ein- und Ausgangs des Satellitensignals von dem DVB-S2-Receiver und an der Frontseite befindet sich noch eine USB-Schnittstelle, über diese kann man dann Software-Updates relativ schnell und einfach einspielen, sollte es in Zukunft mal welche geben.
Nach dem Anschluss der Stecker kann durch Betätigung des Ein-Ausschalters der Suchlauf beginnen. Dank der DVB-S2-Technologie, die hiermit verbaut ist, ist die Antenne für die Zukunft gerüstet, da in naher Zukunft die Satellitenbetreiber, also auf denen wir auch schauen, Astra und Co., auf den weiteren digitalen Standard eben umschalten werden. Und hier muss bei anderen Herstellern eben teuer erst nachgerüstet werden. Das hat man bei dieser Anlage schon mit dabei. Das war auch ein Grund, warum wir uns bei dem Test für die Firma SR Mechatronik entschieden haben. Jetzt sieht man hier die grüne LED, die langsam blinkt. Jetzt blinkt sie bereits schon schnell. Das bedeutet, der Receiver hat den Satelliten gefunden, beziehungsweise die Steuereinheit hat den Satelliten gefunden. Jetzt gibt es noch eine kleine Feinjustierung. Sieht man ja, die Antenne positioniert sich noch ein bisschen genauer. Und hier unten im Reisemobil der Fernseher mit eingeblendet. Der hat jetzt gerade noch keinen Empfang, bis natürlich der Satellit gefunden wurde. Jetzt sehen wir dann gleich, die LED leuchtet durchgehend grün und wir haben ein Fernsehbild. Ich hoffe, dieser Test hat euch einen kurzen Einblick in die wirklich gut verarbeitete und robuste Technik der Firma SR Mechatronik gezeigt. Einen ausführlichen Bericht sowie die Kontaktdaten zum Hersteller. Für weitere Fragen findet ihr wie immer auf campingberichte.de oder unter camperguard.de. Alle Informationen auch nochmal in der Kontaktbox unten eingeblendet.